In der vorletzten Mission glauben die Wikinger, den letzten dunklen Tempel gefunden zu haben. Dieser befindet sich im Nordosten der Karte. Entgegen der Tipps, die euch das Spiel zu dieser Mission gibt, seid ihr auf eurer Startinsel nicht völlig sicher, da sich einige Soldaten des dunklen Volkes auf der Insel befinden. Es sind allerdings keine Schamanen unter ihnen und wenn ihr sie besiegt habt, seid ihr tatsächlich sicher. Falls ihr überhaupt von ihnen belästigt werdet, ich wurde es jedenfalls nicht. Ach ja, Prätrojaner-Karten sind in der Beziehung so stressfrei. Das Gebirge nördlich eurer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Stein. Das große Gebirge im Zentrum eurer Insel enthält alle Erze in großen Mengen. Rohstoffprobleme solltet ihr also nicht bekommen. Auf dieser Karte fehlt mal wieder alles, uns bleibt sogar nur ein freier Siedler, weshalb euer erstes Gebäude ein mittleres Wohnhaus sein sollte. Wie auf der vorherigen Karte solltet ihr zunächst eine Werkzeugschmiede anstreben. Langfristig solltet ihr euch auf Level 3 Soldaten konzentrieren, da ihr eure Soldaten mit Fähren auf die andere Insel transportieren müsst. Diese Karte ist weniger schwer und eher langwierig, da das dunkle Volk drei große Gebiete besitzt. Wie ich feststellen musste, ist es schwierig, im südwestlichen Teil der anderen Insel einen Hafen zu bauen, aber das Gebiet im Norden eignet sich. Ihr braucht keine vollwertige Kolonie, aber einige Türme und Lazarette sind durchaus sinnvoll. Mit Level 3 Soldaten und einer angemessen hohen Kampfkraft werdet ihr dem dunklen Volk in jedem Kampf überlegen sein. Wichtig ist aber, dass ihr gründlich vorgeht, damit nicht später neue Pilzfarmen entstehen und ihr suchen müsst. Sobald der dunkle Tempel zerstört ist, habt ihr gewonnen. Die ganze Karte erobern, wie in der Siegbedingung angegeben, müsst ihr nicht.